Alles Gute, Kumpel. Der brauchte eine Umarmung. Es ist dunkel hier. Komm raus, Arschloch. Nee, brauchen wir ja gar nicht. Siehst du, wäre ich fast selber drauf reingefallen. Brauchen wir ja gar nicht. Dämliche Fake-Viecher. Das war ein Wildschwein. Shit. Ich bin hier. Was war das denn? Nur irgendein Tier. Gut, wir sollten weiter. Ich will ein Feuer machen, bevor es zu dunkel wird. Na komm. Tja, schön wär's gewesen. Ja. Kommen wir zurück zur Schwangerschaft. 420 und all den anderen wunderschönen Sachen. Dina?
Tina hängt am Funkgerät. Sie beantragt Kindergeld. Hey. Na, wie scharf findest du mich gerade? Ziemlich scharf. Was hast du gemacht? Eine Verbindung war lose. Die Antenne. Sie haben die Schule gesehen. Gut. Dieser Kerl, Owen. Er wird vermisst. Vielleicht hat Tommy ihn erwischt. Vielleicht. Was ist mit ihr? Bis jetzt nichts. Einheit Romeo, komm zu Standort 2. Wiederhole, bitte zu Standort 2 kommen. Bestätigen. Also, die Zahlen stehen für Orte. Dieser TV-Sender hier, das ist die 6. Aus der 2 kommt eine Menge Lärm, also ist das wohl ihr Hauptquartier. Das hilft. Hör mal. Letzte Nacht, das... Das war dumm. Verluste gemeldet in 14. Alle verfügbaren Einheiten melden. Over. Hier Standort 13. Einheit Lima in der Nähe. Wie viele Stars habt ihr? Over. Negativ. Keine Stars. Männliche Eindringlinge. Ja, hallo, Alter. Männliche Eindringlinge? Tommy, wo ist die 14? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, dann rate. Also, wenn das die 7 ist und hier drüben die 12, dann müsste es irgendwo hier sein. Hellcrest. Okay. Tina? Ja, nicht gut. Hey. Ich übernehme das. Du überwachst sie, okay? Ja, okay. Warte. Gib her. Als Glücksbringer. Ich glaube nicht an Glück. Ich schon. Okay, das war jetzt alles, worüber wir gesprochen haben von der Schwangerschaft, ja? Okay, Hillcrest. Bin ich ja richtig? Definitiv richtig. Das war jetzt alles? Das muss Tommy sein. Okay. Scheiße. Na gut. Was gibt's da groß zu sagen? Ja, ich weiß nicht, sowas wie vielleicht, hey, das stehen wir gemeinsam durch. Wenn du dich nicht so gut fühlst, kann ich dir irgendwas Gutes tun oder zumindest irgendwie eine emotionale Bindung für den Zuschauer schaffen als das.
Ich meine, in der Rakete geht's doch auch, oder nicht? Dass wir endlich mal eine emotionale Bindung kriegen, warum Ellie wie eine Raumfahrtfahrerin werden möchte und warum sie Dinosaurier mag. So, what? Also, ich weiß ja nicht, wie Männer oder Frauen, die schwanger geworden sind, wie sie das mit ihrem Partner geklärt haben. Aber ich glaube, der Dialog war ein bisschen länger als... Sorry, wegen gestern Abend. Oh, wir sind wieder in der Gegenwart. Entschuldigung, wir müssen mal kurz... wir müssen mal ganz kurz was wegheften. Oder sehe ich das gerade komplett falsch? Weiß ich nicht. Also ich hätte mir da schon noch einen Dialog gewünscht irgendwie danach. Vor allen Dingen nach so einer Szene mit Joel irgendwie, wo du sowieso schon auf einer emotionalen Achterbahn bist und dann... Es tut mir leid wegen gestern Abend. Okay, hier kommt ein Funkspruch. Na gut, vielleicht kommt das ja noch. Last of Us 2 entwickelt sich immer sehr, sehr spät. Scheinbar kriegen wir alle Häppchenweise irgendwie. Vielleicht, und weiter geht die wilde Fahrt. Vielleicht währenddessen Dina, die bei der Entbindung ist oder so. Vielleicht führen wir dann den Dialog über das Kind und über die Situation. Vielleicht kommt das später. Wir warten einfach. Vielleicht ist das ja so ein Memento-Effekt und es ist wirklich alles durcheinander. Man weiß es ja nicht. Wir werden einfach auf eine emotionale Achterbahn mitgenommen. SLS, dankeschön für 3 Monate, Maga. Ich habe eine PS4 Pro, ja, genau. Ich glaube, wir gehen nochmal in den Keller, oder? Was haben wir denn hier? Jackpot. Au. Au, wer kann den Bogen riechen? Wer kann den Sportbogen schon riechen? Das ist nicht schlecht. Ich werde immer schneller. Ich werde immer schneller beim Einheften. Okay, warte, muss ich jetzt... lesen. Hannibal, Bogenschießen, Platz 1. Boris. Wie heißt er? Legasov? Ja, Legasov. Was soll ich jetzt hier lesen? Das Etikett konnte ich lesen. Die Zettel? Maga, ich lese doch keine Zettel. Ich will kein Buch lesen. Außerdem, wisst ihr, so ganz heimlich innerlich, denke ich mir gerade, das hier ist eine versteckte To-Do-Liste für Uncharted 5. Denkt mal drüber nach. Nee, ich glaube, wir haben immer noch keinen Bogen gekriegt. Aber so ein netter Hinweis, dass wir vielleicht einen Bogen bekommen. Oder hier ist irgendwo einer versteckt und ich habe den nicht gesehen. Vielleicht habe ich den Wink mit dem Zaunpfahl nicht verstanden. Also bauen kann ich ihn nicht. Fliegen tut ja auch keiner.
Oder habe ich den übersehen? Vielleicht in so einem Paket oder so? Da ist mein Racing Seat drin. Hehe, W. In Sunville. Stimmt, wir gucken mal kurz auf die Karte. Cool, sie hatte eine Karte. Ich kann keine in die Hand nehmen. Leider konnte man nichts von Sunville erkennen. Okay, gibt's hier irgendwo... Da unten vielleicht? Nee. Nee, sowieso nicht. Vielleicht irgendwas mit... Ist das eine Bakery, oder? Ich habe so das Gefühl, ich habe den Bogen übersehen oder so. Alright, dann machen wir uns mal auf den Weg. Gibt doch keinen Bogen in solchen Spielen. Doch, im ersten Teil gab es Bogen. Wie komme ich da hoch? Scheiße. So viele von diesen Arschlöchern. Halt durch, Tommy. Das war jetzt aber nicht deutsch. Was haben wir denn hier hin? Eine boglose Frechheit ist das. Ich muss ja hier schon... Ich muss ja schon 300 Seiten umblättern, oh, um den einzuheften. Oh, es wird eng im... Im Aktenordner. Oh, und der ist nur von heute, ey. Oh. Meine Fresse. Wenn ich mir jetzt für jedes Game
wo ich Zettel finde, so einen Ordner anlege. Dann habe ich bestimmt eine riesen Bibliothek. Und wisst ihr, was das Geile ist? Wenn irgendwann die Apokalypse ist und Leute mein Haus finden, dann könnt ihr die ganzen Spiele nachprogrammieren. Wow. Das ist verschlossen. Oh, eklig. Sag mal, jetzt mal so ein kurzer Plot-Twist, by the way. Wie unterhalten wir uns eigentlich mit Dina? Die das überwachen soll. Gar nicht? Ja. Was überwacht sie denn? Nichts? Ich weiß. Oh, Chat, ihr habt alle nicht aufgepasst. Mit dem Babyfon. Mit dem Babyfon. Dina ist doch schwanger. Chat. Das ist doch unser Geburtsgeschenk. Ein Babyfon. Mann, jetzt denk doch mal mit. Ah, immer dasselbe, Chat. So ein Quatsch. Wir sollten vorrücken. Wir halten die Stellung, bis wir was hören. Halt die Augen auf, falls er hier langkommt. Da ist was. Scheiße. Los, Hanna. Gut, Mädchen. Hol ihn her. Glaubst du, der hat was mit dem Mädchen aus der Schule zu tun? Wäre ein echt irrer Zufall, wenn nicht. Ich hasse diese kleinen Gruppen. Große Gruppen kämpfen. Diese einzelnen verstecken sich nur. Verstanden. Finden wir ihn und dann nach Hause. Da kenne ich nix. Da bin ich so wie mit meinem Ziehonkel. Erledigt ihn! What the fuck? Wow, 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 wow! Schon Vendetta machen, Chat, dann machen wir richtig Vendetta. Komplettes Programm. Wo ist sie hin? Du
sucht die ganze Straße ab. Findet sie. Schnell. Okay. Atme. Leichter! Okay. Ich hätte die Hunde auch gerne nicht gekillt, aber irgendwann habe ich verstanden, dass das nur Pixel sind, weißt du? Und wenn wir unseren Rachezug ausleben wollen, dann leben wir den richtig aus. Und dazu gehört auch leider Gottes mal ein Hund. Es sind nur Pixel, verstehst du? Die Rachegelüste sind nur virtuell. Hello, it's me. Na, ob wir durch die rote Tür raus müssen, Chat? Ich bin mir nicht sicher. Mann, Freaky, wir haben einfach nur ein bisschen Spaß. Mann, wir spielen doch The Last of Us immer noch. Wir mögen die Story auch. Wir sind emotional mitgenommen. Aber wir machen halt ein bisschen Spaß. Das sollte doch wohl nochmal drin sein. Wir machen aus der Situation, aus einer Enttäuschung, versuchen wir noch ein bisschen zu machen. So. Also ich hab Spaß. War ich nicht hier schon drin? Ja. Ich bin echt nicht verzweifelt. Ich habe mich damit angefreundet, dass das hier nicht The Last of Us ist. Seitdem ich das mit meinem Kopf vereinbart habe, ist alles cool. Seitdem ist alles cool. In meinem Kopf spielen wir gerade Uncharted The Ellie Story oder so. Oh gut.